Meine Damen und Herren, das ist Gnange LP und das. Ja, das ist Kacke. Und du hältst die Fresse, du alte Scheiße. Maussänger. Dumm. Ja. Ja, und das so ist. So sehr schön gespielt mit Shank. Das ist Shank. Play the story, normal. Und Venom of the Vipers. Das Gift. Der Viperen. Längste Combo 76, Total Enemy Kills 420, eine sehr schöne runde Zahl. 36! Und mit dem Nippelketten haben wir drei Leute schon getötet. Das ist nicht schlecht. Yay. Hä? Wo steht das denn? Chainskill, achso, ja. Und ich würde sagen, wir machen uns auf die weiteren Wege. Man kann ja mal gucken, diese Waffenleiste. Ich zeige es gerade auf dem Bild. Wird immer länger. Wird immer länger. Also. Die wird wahrscheinlich bis nach unten gehen. Genau, das wäre eine lustige Anspielung, eine lustige Anstrebung. Aber dann, ich würde sagen, dann wird es auch langsam unübersichtlich. Dann hat man so ein Aufklappmenü irgendwie. So. Ah, das diese ist auch, Cutscene haben wir schon gesehen. Ja, genau, dem Mensch. Skippen wir sie. Hey, und es geht los. Ich nehme. Ach Gott. Ich muss wieder ein bisschen reinkommen erst. Ja, das ist, gehört immer dazu. Oh, verzeiht der ruft mir, irgendjemanden an. Verzeiht mir gelegentliche Fails zurzeit noch. Weil er wieder reinkommen muss. Alter, diese. Oh, jetzt hab ich geblockt. Das erste Mal hab ich es geschafft zu blocken. Wahnsinn. Ja, das kommt natürlich von deinem unglaublichen Rumgeblocke im letzten Endkampf. Stimmt, vorletzten Endkampf. War es das? Ja, ich denke. Ja, wir haben ja dann noch diesen Nippelschwuchtel. Ja, der Nippel hat das ein Schwuchtel. Nicht. Wir sind nicht sprungfallen. Der fühlt sich bestimmt ganz cool darum. Wow, ich stehe auf einem Dach, guck mich an. Hat er mich bemerkt? Komm, spring runter, du Spaß. Hat er mich bemerkt? Ob er mich bemerkt? Was machst du denn da? Wahrscheinlich! Man könnte auch sagen, er hat dich ziemlich fertig gemacht. Eine Fallanimation. Naja, okay, auf jeden Fall, es geht weiter. Ich sollte aufhören, auf jeden Fall zu sagen, weil das mache ich jedes Mal und es ist nicht mehr anhörbar. Es ist nicht anhörbar, es ist auf nicht auf jeden Fall spielen wir schenkbar. Exakt. Und, ich bin ja am überlegen, was ich für den für Waffen nutzen soll. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was du machen möchtest. Ich nehme die Nippelketten mal. Die Nippelketten. Und ich falle runter. Munter. Munter fällt er runter. Ah, jetzt kommt er. Jetzt ist er runter. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Wenn ich das mal so festhalten darf, war das. Hey, du kannst weitergehen. Das werde ich mal machen. Ich habe keine Lust gegen den. Was war du? Was? Scrolling Fail. Das war Fail. Das hat wohl nicht funktioniert. Entschuldigung, musste sein. Was? Was sind denn Ratten? Die armen Ratten. Was können die denn? Ich find lustig, wie dich das Spiel so auf den Gegner hinweist und du ihn gleich bekämpfen musst. Ach, und schon wieder sind wir hier in einem dieser tollen Zwischenräume drin. Also die Nippelcats gefallen mir langsam. Die fangen an, mir gut zu gefallen. Nö. Botswana. Oh ja, hier hab ich drei Schüsse. Gehangelt. Diese Huren. Psch. Psch. Ich bezweifle nämlich, dass es keine Huren sind. Das bezweifelst du also. Schön, das zu wissen. Was? Was ist das? Granaten. Ja, ich denke schon. Darf ich drin? Es ist nichts drin und dementsprechend ja, passiert auch nichts wirklich Großartiges. Ochsenketten, die Kettenhunde. Aha, Mario. Ja, Mario. Das hier, ja, der Mario Kettenhunde. Das erinnert mich hier an diese Stelle im allerersten, im Demo, in der Schenk-Demo. Ja. In der ich über Metzgereienfabriken geredet habe. Hast du da? Hab ich. Und es war mittelmäßig sehr simpel. Aber ich glaube, ich hatte recht, weil irgendwo müssen ja die ganzen Metzgereien. Die ganzen Fabriken, wo dann die Würste hergestellt werden. Genau, die ganzen Metzgereien müssen ja auch irgendwo hergestellt werden. Ja, das macht Sinn. Und was ist das eigentlich hier für eine Gegner-Wave für eine Kranke? Ja, und wie failst du eigentlich? Das ist erstaunlich. Okay. Auf jeden Fall, Big hat sein Leben verloren, sein Leben gegeben an den Club der also Vergönnten und Ketten, Verdammten. Die sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Range und allem Möglichen, aber sie machen Schaden. Immerhin das.
Wäre auch sinnlos, wenn sie keinen machen würden. Ich glaube, das wäre. Hey, ihr habt eine Waffe, die macht keinen Schaden. Das wäre nicht das System, nach dem Schenk funktioniert. Ja, genau. Das wäre aber lustig, wenn man irgendwie so ein Kissen bekäme oder sowas. Mach mal Kissen flach. Ich will das haben. Willst dir aber nicht geben. Das ist aber irgendwie auch seltsam, dass man sich das dann sozusagen nicht besorgen kann. Wenn es da hinten so am Screenrand rumgulpt. Okay. Aber nicht im sexuellen Sinne, hoffentlich. Obwohl Shank ist, glaube ich, schon so ein richtiger Badass, was auch immer. Ja, hat sowas von Duke Nukem, nur für Arme. Und Als Indie. Als Indie. Wow, Shank hat die stärksten Arme der Welt, wie Spider-Man. Spider-Man hat keine starken Arme. Doch, aber Spider-Man kann sich an Sachen hochhangeln, das ist absolut unmöglich. Er wurde aber auch von einer radioaktiven Spinne gebissen. Aber sicherlich, weil radioaktive Spinnen auch solche großen Veränderungen an der Genetik eines Mannes fabrizieren können. Da bin ich aber ganz deiner Meinung. Spider-Man ist realistisch. Jetzt habe ich ganz gnadenlos ausgenutzt, dass hier unten noch Granaten liegen und habe oben welche geschmissen. Wow. Ich bin beeindruckt. Wie ist eigentlich die Mucke? Die Mucke hört sich jetzt eigentlich aus meiner Entfernung recht gut aus. Gut aus. Gut an, meine ich natürlich. What the hell? So. Ich habe die Kopfhörer übrigens auch nicht auf, aber man hört bis hierher, dass der Kerl ein bisschen rumheult gerade. Ja, er läuft zu irgendjemandem hin. Wahrscheinlich wird er petzelt. Wahrscheinlich, ja, ich glaube, wir wissen ja jetzt schon, dass es Cäsar ist. What the f... Ich habe Angst vor nichts. Da macht sich schon mal jemand bereit. Hast du ihn gerade gesehen? Der hat eine Granate geworfen, ist in die Richtung gelaufen und wurde von seiner eigenen Granate getroffen. Das ist das, aus was Epic das gemacht hat. Immerhin ist da ein Spawning-Punkt. Ein Safe-Point. Ich muss als erstes mal den Typen da hinten töten. Ich lasse die ganzen Menschen hier mal schön rechts und links liegen. Ja, hey, aber Shank gibt einem langsam mehr Freiheit, kann es sein. Was fällt das davon um? Da sitzt der Kerl oben, wetten. Da sitzt der Kerl oben und lacht dreckig. Das wird Dörte. Dörte. Kacken ins Klo. Jetzt wird's aber langsam. Der Film. Wow. Und zwar ist dabei natürlich Kim Kardashian. Nobelkacken. So. Alter, die hat so einen Arsch, das ist unschön. Ist voll zum Kacken oder? Nee, ich glaube nicht, dass der zum Kacken da ist. Ich glaube, dass du zum Kacken da bist. Ich bin nicht zum Kacken da. Ich war zum Kacken da. Aber ich habe mich meiner Berufung entsagt. Die haben Schlagringe. Das ist haben sie das? Ja, vielleicht bekommt man die auch noch. Das wäre doch lustig. Oder so ein Stöckchen. So zum Stöckchen. Ja, damit kann man Hunde anlocken. Ach, da ist er noch. Ja. Da ist der Kerl, aber da der scheint jetzt eher nicht so auszusehen wie so ein normaler NPC, sondern eher wie so ein... Ja, hallo. Nicht so episch inszeniert, würde ich sagen. Nee, das ist, glaube ich, auch gar kein Endboss. Das ist ein Zwischenfall. Ja. Sowas wie die Gatling. Ich glaube, die kann ich dann mitnehmen, die Granatenschleuder. Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Alter, wie viele denn? Die Granatenschleuder. Das ist ein Werfer. Who the fuck cares? Ich würde sagen, die Machete wäre doch hier ganz sinnvoll. Ja, stimmt. Aber ich muss aber noch wieder mit dem Dings abfinden. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Mit dem System, weißt du. Das System. Oh mein Gott! Nee, er ist tot und ich krieg die Granaten schon nicht. So ein Saulam. Aber da liegt eine Gatling. Ich bin bereit. Ich glaube, Shank denkt sich gerade nom nom nom. Und dann denkt er sich. Das wird er sicher. You stop for a fucking manicure? Oh, where are you? Halo-esque. Halo-esque. We're in the alley behind the golden chain. Send babyface. La 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 la. Oh yeah. You guys are so dead. You guys are so dead. So dead you are. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Mit Z, das ist ein wenig keck. Nee, das ist einfach modern, verstehst du? Man muss alles mit Z schreiben. So idiotisch, das ist auch genauso wie Let's Play. Oh ja, ich glaube, ich habe das Spiel gehackt. Du kannst auch laufen. Mano. Mensch, das ist unfair. Ich möchte gerne mal einen Bosskampf mit Gatling haben. Shank spackt ein bisschen rum. Du könntest jetzt auch wieder aufhören und weitermachen. Wie fändest du das?
das stimmt. Wir möchten ja auch in den Park was schaffen. Genau. Eben. Ich bin mal gespannt, wann wir aus diesem Gebiet wieder rauskommen. Weil wir sind schon recht lange im Rotlichtviertel, also es ist wirklich ein ausgesprochen riesiges. Also ich meine, man sieht im da ist wohl jemand runtergefallen. La 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 la. Und den werde ich. Kannst du eigentlich so hängend eine Granate werfen? Ist mir egal, ich werde den einfach jetzt schamlos so mit der Pistole abziehen. Jimmy! Und da habe ich dir getrunken. Meine darfst du nochmal töten? Das ist unfair. Vielleicht solltest du es einfach mal schneller machen. Wie findest du das? Ja, wie soll ich denn das schneller machen? Keine Ahnung. Springen zum Beispiel. Jetzt halt. Ich habe nur Shanks Feuerrate. Ich möchte das so machen. Da bin ich cool. Spring doch, du Held. Du kannst nicht die Kugel aufhalten, wie du auf die Kugel schießt. Das ist Lucky Luke. Und Shank ist nicht Lucky Luke. Shank ist höchstens ein bisschen grobmotorischer. Ein bisschen. Wieso? Er kann eine Hand Kette. Oh, ich hab den Kiste. Das ist Boss. Überhaupt nicht grob und kein Indikator für grob Motorik. Hoppla. Immerhin gibt ihr Shank einen ihren Spawnpunkt. Also manchmal sterbe ich aus Dummheit. Ja, aber. Relativ häufig sogar, möchte ich fast sagen. An Stellen, die man normalerweise das zweite Mal Hallo bewältigen würde. Aber. Ja, aber. Im Grunde ist es ja eigentlich alles nur Show. Ja. Die haben äußerst, äußerst komische Frisuren und äußerst schwule Gesichter. Und jetzt muss ich gegen die alle kämpfen. Ey, ja, sieht so aus. Sieht stark danach aus. Diese Kerle sind. Die sind alle schon ziemlich badass. Ich verstehe vor allem nicht, wie großwüchsig die ganzen Kerle sind, weil. Shank ist ja an sich nicht klein, denke ich mal. Ich stelle ihn mir nicht klein vor. Aber wie riesig sind denn die anderen? Das verstehe ich nicht ganz. Alter, die Hunde, die gehen dann mittlerweile auch nicht hin. Da filetiert gerade jemand. Also, aber die Moves mit den Macheten sind ja mal auch richtig gut. Wow, es kommen mehr Gegner. Ich dachte schon, das wär's jetzt. Okay. Da wir uns ja mal so die Framerate abgepackt, werden wir in HD aufnehmen. Aber bitterlich. Das ist so geil, das sieht einfach nur crazy aus. Immerhin lassen sie auch ein bisschen was fallen, manchmal. Alter, also der mit der, die mit der AKs, mit der AKs, die sind ein bisschen übertrieben. Mit der Arkese. Aber nicht, also nicht so übertrieben wie die mit der Uzi. Die sind nervig, ja. Aber die kamen bisher noch gar nicht. Hast du Leute, die Uzi sagen? Uzi. Gerade mach ich einen Mund zu. Uso. Uso 2, jetzt werfen sie noch Granaten, ja, ja. Du bist tot. Oh, nein, du bist nicht, doch, du bist tot. Außer irgendjemand lässt jetzt wirklich sonst was fallen. Zum Beispiel, keine Ahnung, ein super mega super Drink. Was ist da? Einen Flammenwerfer. Ja, sonst noch was. Die Typen haben ja alle so einen an der Bratze. Ja! Ich krieg den. What the, da, da, da. Ich will ihn haben. Mount this. Ach, fuck it. Nein, so. Alles nochmal von vorne. Aber das ist schwer. Glaub mir, das ist schwer. Das ist schwer, ja, sieht auch so aus. Ich würde halt nicht von Anfang an gleich alle Drinks essen. Ja, ich trinke ja die Drinks gar nicht. Du hast es gerade angekündigt. Ja, damit, aber das kann ich nicht. Dann will ich jetzt in der Ecke bleiben, will ich einfach schon dann so reinrollen und. Ja, genau, das machst du ja immer. Das ist sehr effektiv. Dieser Dreckshund. Ja, ich sag dir, die Dreckshunde, die sind einfach nur ätzend. Und diese. Mann, ey. Hey, hey, hey. Mann, ey, hey. Sei nicht zu böse. Sei nicht so böse zu ihnen! Also die Animationen sind sehr cool für mich, das nochmal anzumerken. Der Kerl hat einfach seine Probleme. Ich frag mich, wie man so viel ablocken kann mit einem einzigen Tanktop an. Das verstehe ich nicht. Tanktop! Ja, schau dir das an. Was ist ein dummes Wort? Ja, das ist wirklich ein dämliches Wort, aber es ist halt so. Okay, ich habe erfolgreich den Trank getrunkt. Was mach ich denn hier? Ich habe keinen Plan, was du da machst. Oh mein Gott, diese Stelle wird schwer. Ja, will sie auch. Die wird schwerer als der Butcher. Das mag was heißen, den Butcher fand ich nämlich extrem schwer. Und wie kommt man denn bitte auf die Idee, diese Kuhscheiße da... Kuhscheiße. Das ist eigentlich ein Kadaver, aber... Ach, er kann so Knockdown hier. Knockdown? Ich habe vorher erstmal den Flex zu... Flex. Flex, Flex, Flex.
ich würde sagen, wir pausieren hier mal kurz und... Warum denn? Weil ich finde, das ist jetzt ein guter Stopp für einen Part an dieser Stelle und